Hallo und herzlich willkommen, ja, zu einem neuen, ganz kleinen, ja, wie will ich sagen, Pausenspiel eigentlich für zwischendurch. Siedler von Catan und wir machen heute mal die erste Insel. Ich schiebe mich meistens ein bisschen in die Mitte, ja, weil das manchmal ganz gut ist, wenn wir anfangen, die Insel zu besiedeln, sage ich jetzt einfach mal. So, gut, okay. Es gibt so ein paar strategische Punkte, die man in dem Spiel am Anfang wählen sollte. Und ich hoffe natürlich immer, dass meine Gegenspieler das, ja, nicht unbedingt mir verbauen. So, okay. Naja, gut, dann starten wir mal rein in das Ganze. So, okay. Ja. Schreibt mir doch ruhig mal in die Kommentare, wer das Spiel von euch kennt. Also wenn ihr es kennt, einfach mal wirklich reinschreiben. Wenn ihr es nicht kennt, natürlich auch gerne reinschreiben. Kann man auf Steam ja, kostenfrei spielen. Lädt sich ganz normal runter, ne? Also beziehungsweise installiert es und dann geht das Siedler von Catan los. Also ich liebe ja dieses Brettspiel an sich. Habe ich auch zu Hause. Aber da ich zurzeit da niemand habe, der da Interesse dran hat mitzuspielen, ja, mache ich das einfach jetzt so für mich mal auf diese Art und Weise. Abends manchmal, wenn ich einfach so ja, nach Hause komme vom stressigen Arbeitstag und vom Alltag. Ja. So, wir versuchen mal ein bisschen zu handeln, aber meistens geht es nicht so gut, weil meistens das, was ich haben will, wollen die mir immer alle nicht geben. Was ich hier cool finde, ist die, ja, schon die Grafik irgendwo. Und die Musik eigentlich im Hintergrund sogar. Die finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Jo. Wer da natürlich nichts mehr verpassen möchte. Also, ihr Lieben, auf meinem Kanal wird es in Zukunft noch ganz andere Sachen geben, als nur LS19 und mal ein bisschen Asterix und vielleicht hier mal Siedler. Sondern wir werden Spiele vorstellen natürlich. Wir werden auch Brettspiele und auch, ich sag mal, also Real-Life-Spiele vorstellen. Vor allem werden wir die auch wie so kleine Challenges spielen. Und ihr könnt natürlich dran teilnehmen, wenn ihr das wollt. Beziehungsweise ihr könnt natürlich interaktiv dann mit unterstützen. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach mal unten den Kanal. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. So, gut. Jetzt gucken wir hier mal weiter. Was machen wir jetzt mal? So, wollen wir mal gucken. Ja, ist klar. Kein anderer tauscht mit mir. Wie das halt immer so ist, ne? Ja, ja. Aber nun gut. Wenn euch das Spiel gefällt, einfach mal, wie gesagt, ein Like da lassen, würde mich freuen. Kommentare natürlich immer fast noch mehr sogar. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber ich liebe es, Kommentare zu lesen und Kommentare, ja, zu beantworten. Das habe ich ja schon am Sonntag zu euch gesagt. So, na, wollen wir mal gucken. Habe aber hier das Gefühl, dass ich irgendwie heute nicht so besonders gut stehe und ich einfach, ja, heute verliere. Ich glaube, so wird's werden. Aber okay, es ist ja, es ist ein Spiel und da kann man halt auch mal verlieren, ne? So ist das. Jo. Wer von euch guckt bei Hof Generation rein? Könnt ihr mir ja mal mitteilen. Dem Erik geht's ja nicht ganz so gut, ne? Der hat ja echt mysteriöse Sachen jetzt erlebt.
Das ist halt. Ja, schwierig. So, na dann wollen wir mal gucken. Wie sieht's denn hier jetzt aus? So, okay, der baut hier Häuser, wie verrückt. Der William ist dran, ne? Da. So, ich. Eigentlich von Rohstoffen her sieht's bei mir ganz gut aus, muss ich sagen. Allerdings, die Steine sind nicht so besonders gut bei mir. Lehm, ne? Das ist nicht so ganz toll. Und es will keiner mit mir handeln. Man kann ja, also wer das jetzt nicht kennt, man kann hier mit den Mitspielern handeln. Dann muss man halt einfach Glück haben, dass das jemand gerade braucht. Oder die handeln mit dir. Du kannst natürlich da aber auch, wie jetzt hier gerade, sagen, nein, will ich nicht. Du kannst aber auch mit der Bank handeln. Dann musst du allerdings 4 Rohstoffe von dem einen weggeben und kriegst einen Rohstoff, den du möchtest. Ja, das sinnvoll ist, ich mach's viel. Einfach um manchmal wirklich einfach einen Schritt weiter zu kommen. Ja, Punkte sammelt man natürlich über Häuser bauen, über dann später eine Stadt bauen. Dafür brauchst du ja verschiedene Rohstoffe einfach. Wenn du zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Straßen hast, dann kriegst du die längste Handelsstraße. Auch das kann dir natürlich so ein bisschen einen Sieg einbringen. Ich habe jetzt gerade den Dieb versetzt. Also wenn du eine 7 würfelst, dann wird der Dieb versetzt. Und dort, wo der Dieb draufsteht, auf dem, also auf der Rohstoffkarte ist dann alles lahmgelegt. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt dort die 6 gewürfelt wird, dann kriegt mein Mitspieler oder meine beiden Mitspieler diese Rohstoffe nicht mehr. Das nur mal so ganz grob und ganz kurz übersetzt. Gibt dann noch Ereigniskarten, wo man zum Beispiel die größte Rittermacht sich erwerben kann und so weiter. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Ritterkarte bekommt, kannst du den Dieb versetzen. Und da kannst du, wenn du 3 gespielt hast, hast du nochmal, ich glaube, einen Siegpunkt mehr an Rittermacht. Gibt natürlich noch andere Ereigniskarten, aber okay, alles weitere dann, denke ich mal, im Spiel. So, es handelt mit mir niemand, hä? Ja, manchmal handeln sie schon. So, was mache ich? Was mache ich jetzt? Ach so. Also, ihr habt es gerade gesehen, man hat dann unten, hat man dann eine sogenannte Baukarte, ne? so eine Baukartenplatte, sage ich mal. Im richtigen Spiel, also im richtigen Real Life, ist es dann so eine richtig starke Pappe und da steht dann drauf, was zum Beispiel eine Straße kostet, wie viel Rohstoffe und wie viel Rohstoffe eine Siedlung kosten oder eine Stadt und so weiter und so fort. Holz und Stein zum Beispiel ist eine Straße. So, und der Grüne hier wird mir schon ganz schön gefährlich. Unser Blauer eigentlich noch nicht so sehr, der Nasir. Aber William schon. Wenn der jetzt noch 2 Straßen baut, hat er die längste Handelsstraße. Ich muss noch eine bauen, dann habe ich sie. So, und dann kannst du die aber auch immer wieder weggenommen bekommen, ne? Also so ist das halt. Was fetzt euch eigentlich an Spielen? Also ich habe zum Beispiel jetzt meine Partnerin, die spielt zurzeit Assassin's Creed. Ganz schön, ausdauernd, sag ich mal.
Was jetzt nicht ganz so mein Ding ist. So, seht ihr, ich habe jetzt hier schon mal die längste Handelsstraße. Das ist schon mal gut. Also ich stehe schon mal sehr gut da von den Punkten. Ja, also wie gesagt, ich spiele solche Sachen nicht mehr so gerne. Aber ja gut, also jedem das seine. Ne? Bei mir halt sehr viel LS19. Oder überhaupt so die ganze LS, also Landwirtschaftssimulator-Serie. Ich habe ja seit 2008, also seit LS, wann ist der rausgekommen? Ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Kann ich euch jetzt gar nicht mal genau sagen. Auf alle Fälle, also seit dem LS 8, ne, 08 bin ich da dabei. War eine krasse Geschichte eigentlich. Stand in bei uns hier in der Nachbarstadt in im Pfennigpfeifer und da lag so ein Spiel LS8 dort und habe ich mir mitgenommen, installiert und gleich gedacht, geil, 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 das ist genau dein Ding. So, und dann kam das mit Mods, dass sich halt ein paar Modder gefunden haben, die neue Maps erstellt haben, die neue Traktoren und sowas erstellt haben. Da hat man dann schon so ein bisschen geschnüffelt mal, wie geht denn das? Man hat sich selber mal den Editor runtergeladen, hat die Karten so ein bisschen selber verändert, das habe ich alles gemacht. Aber, naja, gut, jetzt lange schon nicht mehr. Hat sich natürlich auch alles extrem entwickelt, ne? Also, aber richtig extrem entwickelt. Ja, so sieht's aus. So, keiner handelt hier. Das ist ja furchtbar. Na gut, aber ich glaube, sie zahlen es mir ein bisschen heim, weil ich handle ja auch nicht. So, wer dann sich fragt, warum rote und schwarze Zahlen? Die roten Zahlen sind die, die am meisten gewürfelt werden. Also das heißt, 8, 6 wird so mit am meisten gewürfelt. Eine 10 und eine 9, ja, oft auch. Was am wenigsten gewürfelt wird, ist die 2. Was aber statistisch am allermeisten gewürfelt wird, ist die 7. Also das heißt, der Dieb, der Räuber. Dieb heißt er gar nicht, Räuber heißt er. Ne? Und der Räuber, das ist natürlich Müll. Also das ist, also wenn ich eine jetzt habe, okay. Aber ja, wenn natürlich andere haben, dann ist das nicht so toll. Wenn man jetzt eine gewisse Anzahl an Rohstoffkarten hat, dann muss man die, wenn jemand einen Räuber gewürfelt hat, abgeben. Ne, das ist, ich weiß gar nicht, wie jetzt hier bei der Online-Version die Grenze ist. Da bin ich jetzt gerade sogar überfragt, weil eigentlich ist es, sind 7 Karten, glaube ich. Aber ich musste jetzt nichts abgeben. Ja. Also auch wenn du den selber würfelst, ist es halt einfach so, dass du den die Rohstoffe abgeben musst. So, bei mir klingelt das Handy. So, okay. Ja, Leute wollen hier... Wollen hier irgendwas von mir? So, erstmal ein bisschen konzentrieren hier aufs Spiel. Ja, ihr Lieben, verratet mir doch mal in den Kommentaren unten, was ihr eigentlich gerne im Real Life spielt. Also, ob ihr überhaupt gerne spielt und wenn ja... Was? Also Brettspiele, Schach, Backgammon, was es alles da gibt. Mensch, ärgere dich nicht und sowas. Das Leiternspiel. Oder ob ihr gerne Kartenspiele spielt. Das würde mich einfach mal interessieren. Denn also zu spielen als Mensch ist, glaube ich, sehr wichtig. Deswegen auch natürlich mein Kanal hier. Das soll so ein Treffpunkt sein für alle, die gerne irgendwo was spielen, sei es in Real Life oder digital, also Videospiele mäßig.
Jo, da würde es mich einfach mal interessieren, wo jetzt so bei euch die Interessen zurzeit liegen, weil ich habe wieder begonnen, einfach im Real Life einfach zu spielen. Und das Hardcore zu spielen. Also heißt wirklich regelmäßig. Ne? Mit guten Freunden einfach regelmäßig da ein bisschen zocken. Ist einfach ganz cool. So, die 2 ist heute schon, also mindestens 2 Mal gewürfelt worden. Das ist eigentlich sehr selten. Und ein bisschen nervig für mich. Denn mir fehlen hier ein paar Rohstoffe, ihr Lieben. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Also bei mir ist hier extrem Winter, ne, im Erzgebirge. Wir haben, ich weiß nicht jetzt, wie viel Zentimeter wir heute Nacht bekommen haben. Muss ich unbedingt bald in den Garten rüber bei mir das Dach abschaufeln, weil sonst musste ich jetzt diesen Winter, auch gut, es ist Winter, ne, es ist ja ganz normal. Musste ich aber, ich glaube, 3 Mal mussten wir hoch aufs Dach bis jetzt. Aber gut, also es ist, für uns hier ist es eigentlich endlich mal wieder ein normaler Winter. Ich liebe wirklich Winter. Ne? Es gibt nichts Schöneres für mich. Na gut, okay, Frühling vielleicht noch. Aber für einen guten Frühling brauchst du natürlich auch einen etwas strefferen, stärkeren Winter. Also wie es jetzt die letzten Jahre war, dass im Winter, was weiß ich, hier 5 Grad oder so 10 Grad waren und dann im Frühling 11 Grad, das ist Müll. Aber jetzt gerade, ich war jetzt kurz mal vor der Tür draußen, das ist schon ziemlich kalt jetzt bei uns. Es waren heute Nacht bestimmt über minus 10, also mehr als minus 10 Grad, weil heute früh, wo ich weg bin, im Auto waren es noch minus 8. Und und jetzt, als ich kurz mal vor der Tür war, war es auch sehr, sehr unangenehm kalt sogar. Dann kommt natürlich der Frühling, wenn dann so 11, 12, 13 Grad sind und die Frühlingsblüher kommen raus. Und ich liebe das einfach extrem. Es gibt nichts Schöneres. Das Schlimmste ist für mich Sommer. Sommer ist für mich viel zu warm ich liebe zum Beispiel auch manchmal so dieses, wenn es so wolkenverhangen ist und schneit und oder einmal regnet. Ich liebe ja Regen sehr, wenn ich drin bin. Wenn ich draußen bin, nicht. Definitiv nicht. Aber ja, grundsätzlich, also liebe ich so auch wolkenverhangenes, tristes, graues Wetter. Das ist für mich einfach gemütlich. Und mit dem Schnee, wenn jetzt zum Beispiel Schneesturm ist oder so, dann gehe ich ja gern raus. Also da bin ich ja gern draußen. So der Schnee ins Gesicht schlägt und so, das ist schon ganz cool. Gibt es dann auf meinem Zweitkanal oder auf meinem anderen Kanal, den ich schon länger eigentlich habe, aber jetzt nicht so sehr beworben habe, SK World, also Sven Kehrer World. Dann, da gibt es dann auch mal, hoffe ich, irgendwann solche Videos, wo man mal im Schneesturm draußen rumzieht. Wenn es denn mal so wäre. So, was denn jetzt? Größte Ritter macht. Hier seht ihr es. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unschön. Weil jetzt machen sie mich gerade ein bisschen, jetzt fahren sie mich echt an die Wand. So, na, wollen wir mal gucken. Kommt, wir brauchen hier mal ein bisschen Rohstoffe. Also ich sehe immer zu, dass ich viele Rohstoffe zwar habe, ne, also wie bei Asterix und Obelix, wenn man so möchte, was ich ja noch nebenbei spiele, aber gerade hier ist es halt schon so, dass du gucken musst, dass es ein bisschen ausgewogen ist. Also, dass du nicht zu viel hast, weil du ja irgendwann, wenn jemand eine 7 würfelt, das abgeben musst. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Das nervt mich dann immer. Da habe ich dann eigentlich, das ist dann eigentlich so weit, dass ich sage, okay, ich habe gar keine Lust mehr. So, ich baue immer viele Straßen einfach, damit ich mir die längste Route einfach so ein bisschen erhalte. Und einfach immer gucken kann, dass mir das erstmal wenigstens keiner wegnimmt, weil dann bist du ja sofort runter
minus 2 Punkte schon hier in dem Spiel bei 10 Punkten, also bei dem Ziel 10 Punkte zu haben, eigentlich ganz schön viel, muss ich sagen. So, okay, deswegen sehe ich immer zu, dass ich viel bauen kann und da einfach nicht so sehr viel weggeben muss an Rohstoffen. Jetzt habe ich natürlich wahnsinnig viele Rohstoffe und ich hoffe, dass jetzt keiner einen Räuber würfelt, weil das wäre sehr ärgerlich. Also es wäre extrem ärgerlich. So. Damit verbaue ich jetzt natürlich den blauen Mitspieler, den Nasir, verbaue ich jetzt seine Straße. Ja, also der hat da jetzt natürlich zwischendrin so einen kleinen Break in seiner Straße. Aber ich selber kann jetzt hier auch nicht weiter. Ne? Also ich kann jetzt hier von dort aus nicht weiterbauen. Ich müsste jetzt, also dort bei der 2 und bei der 6, ne? Da kann ich nichts machen jetzt. So, jetzt muss ich Ressourcen abgeben. Seht ihr das? Es nervt. Wie mich das nervt. So, aber gut, wir haben ja jetzt noch genug. Ja, genau, das, was ich nicht brauche, kriege ich. Oh. So, das tauschen wir mal ein bisschen ein hier. So, und jetzt bin ich froh, dass ich dort... Ja, toll. Und jetzt war ich froh, dass ich natürlich dort meine Ressourcen jetzt eingetauscht habe. Also ihr seht, die 7 wird sehr, sehr oft gewürfelt. So, gut. Das geht ja ganz schön zur Sache. Aber ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht sowas mehr sehen wollt, denn ich habe jetzt verloren, dann würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich wieder vorbeischaut. Schaut auch beim großen Projekt rein, Hoof Generation. Und bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, bis später und bis bald. Tschüssi!